Und willkommen zurück. Dann machen wir uns mal auf den Weg ins Sicherheitslabor mit dem Fahrstuhl. Kommen wir da dann überhaupt jetzt gleich raus? Ach, dann sind wir da. Funktionsraum hier. Ah, okay. Hier lang müssen. Okay. Schauen wir mal. Alles nehmen, alles nehmen. Tja, dann gehen wir erstmal da lang, ne? So, es gibt alles nichts Sinnvolles. Hinter der Tür ist jemand. Irre. Ach, diese Ohrenstufen aufstehen. Das finde ich gut. Dann. So. Die auch. Der auch. Tja, gucken wir mal. Müssen wir zurück zu der Dings da kommen, wo der Wollus stand. Entdeckung! Ja, da sind wir schon. Okay. Wissenschaftlerunterkünfte waren das. Ja, aber hier ist keiner mehr. Dann gehen wir doch wieder zurück. An. Ah. Garrus, was machst du hier? Hast du gedacht, dass wir zurückkommen, oder? Wolltest du den Laufweg sparen? Arschloch. So, gehen wir mal hier. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Ah. Leben zu erzeugen, ja, bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie es will, nicht weil ich sie gebeten habe. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Ich kann nicht glauben, dass sie ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Der Fug. Riesiges Stärke-Level. Ah, das ist immer Kugana. Okay, das geht. Aua!
müde oder was? Hui. Gut ausruhen. Nein, das geht gerade nicht. Na komm schon. Eilen. Tja, Garus, wo ist die? Okay. Letzte Welle. Nochmal geht. Einsetzen? Nee. Ist aber nur noch einer übrig. Was ist noch übrig? Axt. Okay, vielleicht sollten wir die anderen doch mal aufheben. Hallo Liara. Geht noch nicht. Verdammt. Okay, mal. Ui. Ja, wie kommen wir denn jetzt an die ran? Das ist Gauss, der hat wieder sehr bequeme Position. Komm raus. So. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Es wurde auf Noveria gefunden?
Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb! Wo wir rauskommen. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Okay, reden Sie, Benezia. Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf. Wollen Sie damit... Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublichem... Wie meinen Sie? Er schickte mich hierher, um herauszufinden... Wie kann er... Es ist schwierig, ein kaltes Objekt... Es wurde... Ich konnte den Standort des Portals in den... Wir haben die Rache... Sie haben geduldig gesucht. Wofür braucht er... Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Sie müssen... Sie müssen... Mutter! Ich war immer so schnell. Geht alles nicht? Jetzt erstmal eine Heil. Ja, also Stasis... Sag doch mal was. Ey, nicht den Schützen. Alter. Ey. Wie soll ich denn so arbeiten? Schnell weg. So, Garus, du musst auch mal wieder aufstehen. Jung, nicht immer pennen. Sari-Kommando-Einheit. Thank you.
da. Ah, was seid ihr denn für Bekloppte? Jetzt häng ich fest. Das war knapp. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Warten Sie. Wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein. Er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. So, haben wir sie. Das war aber arschknapp mit diesem scheiß bekloppten Asari. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Musik? Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Hätten Sie sie beruhigen können, wenn ich die Reinigung nicht aktiviert hätte? Nein. Unser Verstand ist anders als der eure. Wir können nur lernen, im Einklang zu singen. Ohne Mutter sind die Kinder an die Stille verloren. Sie sollten nicht von ihnen in Grau und Purpur singen. Wir hätten sie selbst beruhigt. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Wir... Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten.
Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Ja. Gute Frage. Töten, ich werde sie befreien, sie werden sterben. Das ist... Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Da er damit so glücklich ist. Oh, damit war aber vorbildlich. So, was gibt's denn noch so Schönes? Wo geht er jetzt hin? Was abgehakt? Nicht ganz. Mission erfüllt. Na gut. Mit dem Zug sollen wir die Station verlassen. Was denn? Welche Richtung wir können da gehen? Ah, da hängt noch das Schild. Zum Zug. Und mehr ansatzweise. Ja. Dann gehen wir mal wieder auf Bahnreise. Zur Central Station. Tja, ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Werden wir mal schauen. Ach, nie freizulassen. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Ist sie eifersüchtig? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Für den Augenblick. Alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Das gibt Ärger. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Okay. Und wir waren wieder vorbildlich. Langsam, warte mal. Sehr vorbildlich.
Ich will ein bisschen mehr abtrünnig machen, aber ist halt auch nicht einfach. So, jetzt. Bitte. Ja, wir sollten vielleicht erstmal wieder mit allen Leuten reden. Fangen wir mal vorne an. Hat der Joker was Neues? Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Ich muss gehen. Bis dann. So, da hatten wir oben noch Klee. Was haben wir hier? Zillast-Monitor. Der was Neues? Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Auch nichts weitermachen, Neues. Presley. Jawohl, Sir. Tiefer. Reden wir mit Kaida. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Alenko, wenn wir unter uns sind, können Sie es als inoffiziell ansehen. Sehr großzügig, okay. Ich glaube, hier ist was mächtig faul, Commander. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Ist es fraglich, wie Sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetix die Subjekte der ersten Generation ausging. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ULG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. So, mit jemandem geredet. Der war etwas gesprächiger diesmal. Was haben wir hier? Alles mit dem. Die Frau Doktor noch was zu erzählen hat? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes? Ich habe mich glaubt. Aber die Menschheit ist auf die Allianz. Ich muss jetzt. Auf Wiedersehen, Commander. So, dann haben wir noch die Jahre auf dieser Ebene.
Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Benesia wurde in Ereignisse hineingezogen, die sie nicht kontrollieren konnte. Und das war zu viel für sie. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und wurde zu einem Teil des Dings, das sie eigentlich aufhalten wollte. Aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht an ihren Tod und dieses Andenken ehren. Meine Mutter war stark, gütig und wunderschön. Und jetzt ist sie fort. Kommen Sie klar? Es ist nett, dass Sie fragen, Shepard. Ich vermisse Sie. Und ich traure wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Aber ich werde mich von meinem Kummer nicht bei dem beeinflussen lassen, was wir bezwecken. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Irgendetwas daran muss Ihnen doch gefallen. Ich liebe meine Arbeit. Die verlorenen Geheimnisse der Geschichte aufzuspüren, besitzt einen besonderen Reiz für mich. Sie wurden tatsächlich von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Darum finde ich Sie auch so faszinierend, Commander. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Okay. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. So, ich glaube, das war's auf dieser Ebene. Da hinten nicht noch irgendwie rumsteht. Nee. Was ist hier unser Captain's Quartierraum ist? Absolut rein gar nichts. So was. Okay. Dann würde ich sagen, der muss hin. Gucken wir mal in den Codex, ob was Neues gibt. Ja, Schiff und Fahrzeug ist was Neues. Das Marco, die Sovereign. Die Sovereign ist das Flaggschiff des abtrünnigen Spectres Saren. Dieses riesige Schlachtschiff überragt alle bekannten Schiffe bei weitem. Seine Crew besteht aus Kroganern und Geth. Das Schiff ist 2 Kilometer lang und seine um 360 Grad rotierbare Hauptwaffe verfügt über ausreichend Feuerkraft, um die kinetischen Barrieren aller anderen Schlachtschiffe mit einem einzigen Schuss zu durchdringen. Wie Saren dieses einzigartige Kriegsschiff unter seine Kontrolle bekam, ist unbekannt. Einige Experten behaupten, die Sovereign sei ein Produkt der Geth, während andere glauben, dass sie ein proteanisches Relikt darstelle. Ihre Bauart deutet aber auf einen noch fremdartigeren und mysteriöseren Ursprung hin.
Der Angriff auf Eden Prime bewies die Kapazität der Sovereign, Massenfelder zu generieren, die leistungsstark genug sind, um auf einer Planetenoberfläche zu landen. Dies lässt darauf schließen, dass das Schiff über einen gigantischen Element Zero-Kern verfügt, der gewaltige Mengen an Energie erzeugen kann. Ja, das war also dieses Schiff. So, das war's aber. Dann werden wir in der nächsten Folge mal mit den anderen Crewmitgliedern. Ja, wird Zeit, die Session zu beenden. Wie spät ist denn das? Ist auch schon wieder 23 Uhr. Mit den anderen Crewmitgliedern reden und dann mal schauen, wo wir weitermachen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Systemhopping. Danach gucken wir mal vielleicht eine von den großen Nebenmissionen und den DLCs. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.